Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute wird es mal ein umfassendes Update zu vier Projekten geben, die ich jetzt vor kurzem in meinem Portfolio-Update erwähnt, aber nicht weitergehend drauf eingegangen bin. Deswegen hier heute ein etwas ausführlicheres Video zu unter anderem Alpha 365, Furio, ARK und dem Fortune Miner. Wir starten mit Alpha 365. Da das Ganze morgen, den 15.09. um 16 Uhr deutsche Zeit an den Start gehen wird. Dort wird man all seine Token erhalten, kann die dann im Vault platzieren und anfangen, seine Rendite zu farmen. Das Ganze wird ja sehr, sehr ähnlich zu ARK, Furio oder Drip sein. Ein Projekt, das aktuell sehr erfolgreich ist, das ähnliche Mechaniken hat, ist Pulse Drip auf der Pulse Chain. Und ich habe bereits eins im Blick, das bald auf dem Base-Netzwerk launchen wird. Dazu wird es natürlich dann zu gegebener Zeit auch ein Video geben. Jedenfalls morgen 16 Uhr solltet ihr auf eure Wallet schauen, dann eure Token in den Vault einzahlen, um dann von Anfang an direkt hier die Rendite mitzunehmen. Da das Projekt vermeintlich so ein bisschen eingeschlafen ist über die letzten Wochen und wir jetzt mal schauen müssen, wie groß die Traktion wirklich wird. Ich werde hier konstant meine Rendite rausziehen, auch wenn sie hier Side-Projekte oder sonstiges eröffnen. Es ist in der aktuellen Marktphase einfach zu riskant und man sollte schauen, so schnell wie möglich hier seine Rendite rauszuziehen. Und wenn man einsteigt, dann jetzt noch zum Launch. Danach wird es vermutlich zu spät sein für diese Art von Protokoll, da einfach zurzeit zu wenig Kapital im Markt hinterlegt ist. Wer sich nochmal kurz einen Überblick verschaffen möchte, kann sich für natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung diesen Medium-Artikel durchlesen. Dort wurde nochmal ein Interview mit dem Team geführt und hier sind nochmal alle essentiellen Fragen beantwortet, um auch wirklich auf dem Laufenden zu sein, wenn das Projekt morgen startet. Das zweite Projekt, bei dem es Neuerungen gibt und auf das ich jetzt im Folgenden eingehen möchte, ist Furio. Aus meiner Sicht gute News, ausnahmsweise mal, denn sie haben, wenn wir uns hier auf den Discord begeben, angekündigt, dass es sowohl einen Refund für Furio Finance als auch für die Furboard NFTs geben wird, beziehungsweise der ist aktuell schon live. Ich habe meinen Refund schon geclaimed. Das bedeutet, Furio Finance wird nicht mehr starten, aus dem Grund, den sie hier in diesem Medium-Artikel genannt haben. Ihr Main Developer hat gesagt, dass das Ganze nur 70% komplett ist, obwohl es eigentlich schon im März, April dieses Jahr launchen sollte. Und das Team hat sich jetzt dazu entschieden, das Ganze quasi zu canceln. Und jeder konnte jetzt bereits seine Gelder, die er in den beiden Presales eingezahlt hatte, wieder auszahlen. Das Ganze funktioniert, wenn man hier einfach auf die Furio Dapp geht, dann dementsprechend auf Furio Finance hier oben geht und wenn man mit dieser Wallet eingezahlt hat, kriegt man hier seinen Refund bzw. bestätigt einmal die Transaktion und bekommt dann seine Gelder zurückerstattet. Das Ganze funktioniert auch für die Gelder des Furbot NFTs. Hier bekommt man aktuell noch ca. 132 USDC von den ursprünglichen 200 USDC raus. Aus meiner Sicht ist das besser als gar nicht und das ist auch die beste Lösung, da Furio eh schon tot war. Furio Finance hätte das Ganze auch nicht mehr gerettet. Ich habe das ja in meinem letzten Video vor ein paar Wochen bereits erwähnt, wo der Launch auch schon kurz bevorstand. Und wie gesagt, aus meiner Sicht war das jetzt die beste Lösung für alle hier, die Refunds noch rauszugeben und mal schauen. Der Tokenpreis hat sich jetzt natürlich über die letzten Wochen gut stabilisiert gehabt in Erwartung des Launches, aber wird jetzt immer weiter abfallen und für viele wird es nicht mehr rentabel sein, hier ihre Transaktionen zu machen und dementsprechend werden wir hier bald das Projekt auch als tot ansehen können. Aktuell bekomme ich noch mit meinen zwei Wallets ca. 4 bis 5 US-Dollar täglich raus, was auf einen Monat hochgerechnet dennoch 100 bis 150 US-Dollar sind. Aber wenn sich der Tokenpreis jetzt hier über kurz oder lang weiter nach unten bewegt, dann wird irgendwann die Rentabilität auch nicht mehr da sein. Ein weiteres Projekt, über das ich sprechen wollte, das die meisten vermutlich auch schon als tot ansehen, ist ARK. Und zwar ARK, der Token ist vermutlich tot. Allerdings gibt es jetzt einige News. Bevor wir allerdings auf die News zu sprechen kommen, wie sind hier meine Statistiken, lohnt es sich hier aktuell für mich noch zu compounden bzw. meine ARK-Token zu verkaufen? Ja, aber gerade noch so, tatsächlich auch mit einer größeren Principal Balance ist es schon grenzwertig. Ich verkaufe den ARK-Token jetzt einfach weiter ab, da er vermutlich auch in Zukunft keinen Use Case haben wird. Was allerdings ein Use Case haben wird, und das könnte massiver sein, sind diese NFTs. Würde ich mir jetzt noch eines dieser NFTs kaufen? Nein, da die Spekulation sehr, sehr groß ist, aber diese NFTs werfen weiterhin BUSD Rewards ab und der Pool soll in Zukunft mit den ganzen Utility-Produkten gefüttert werden. Kurzen Blick auf den ARK-Token-Preis geworfen, dieser ist ungefähr bei 6 Cent, schon bereits unter 6 Cent und wird auch, wie gesagt, weiterfallen, dadurch, dass er hochinflationär ist. Aber natürlich auch hier, wie bei Furio, je weiter der Token-Chart fällt, desto unrentabler wird es für viele überhaupt noch, ihre Transaktionen durchzuführen und wir könnten dann irgendwo ein kleines Bottom zumindest sehen. Aber ich würde hier nicht davon ausgehen, dass wir irgendwann nochmal eine Recovery in diesem Token-Preis sehen.
Was sind jetzt die großen News? Und zwar ist die Terror Card gerade in der Private Beta, wenn man so will. Und alle, die ein NFT haben, können sich diese bereits zusenden lassen und testen. Und sie sollte gegen Ende dieser Woche bzw. Anfang nächster Woche für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das ist dann quasi diese Terror Card, eine Offshore-Kreditkarte, die von der Bank in Panama rausgegeben wird. Diese gibt es in drei verschiedenen Ausführungen für 150, 250 und 400 US-Dollar. Das erste ist eine Plastikkarte, die für 250 ist eine Metal Card und die für 400 ist dann sogar noch mit eigener Gravur und anderem Schnickschnack, aber das Ganze wird dann hier auf der Homepage auch dementsprechend angezeigt. Wir können dann hier kurz in ein Video reinschauen, wie das Ganze aussehen wird. Das Ganze ist sozusagen ein Pack-Opening, beziehungsweise hier schauen Sie, wie die Karte live ankommt mit so einer kurzen Beschreibung eben, und die Karte schaut aus meiner Sicht sehr, sehr schön aus. Man muss natürlich nur überlegen, ob es einem diese 150, 250 bzw. 400 US-Dollar wert sind. Man hat dann natürlich auch noch Load-Fees, es gibt Referral-Boni und sonstiges. Dieses allerdings nicht anonym. Wenn man die anonyme möchte, dann gibt es eben die andere Option hier, sich diese virtuelle Karte zu kaufen, die sogenannte Aircard. Mit dieser kann man komplett anonym im Internet Dinge kaufen und damit eben handeln. Und nicht nur steht jetzt gerade die Terror Card kurz vor dem Launch, sondern auch ein weiteres Produkt namens Arc Light. Darüber sind noch nicht allzu viele Informationen bekannt. Es wird auf jeden Fall ein Non-Ponzi-Projekt werden, bei dem man alle möglichen Kryptowährungen staken kann und das Ganze durch External Revenue gedeckt ist. Wie gesagt, mehr dazu vermutlich gegen Ende des Monats bzw. zu Anfang Oktober. Dort sollten wir dann wissen, was mit Arc Light passiert. Zusätzlich haben sie noch ein weiteres Team im Hintergrund, das an den ganzen Privacy-Produkten arbeitet. Also hier wird in Zukunft einiges kommen und dann gilt es natürlich, diese Produkte zu vermarkten und all das Marketing bzw. die Gelder, die dadurch generiert werden, fließen natürlich auch wieder an die NFT-Halter und man sollte somit langfristig mit dem NFT profitieren. Allerdings nochmal, der ARK-Token-Preis ist aus meiner Sicht bereits tot. Hier wird es keine Recovery oder sonstiges geben, da zwar 33% der gesamten External Revenue in den Token-Preis bzw. in die Liquidität fließt, aber ob das dann am Anfang so viel ist, um diesen Token-Preisverfall aufzuhalten, wage ich zu bezweifeln. Das letzte Projekt, das ich hier noch kurz ansprechen wollte, ist der Fortune Miner. Der Contract hier ist jetzt bei knapp 147 BNB angekommen. Wenn wir uns die Statistiken hier genauer anschauen, dann sehen wir, dass die Transaktionen jetzt natürlich auch massiv zurückgegangen sind. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es sich für viele nicht mehr lohnt, hier zu reinvestieren bzw. neue Käufe zu tätigen. Dementsprechend gutes Zeichen. Wir sehen das auch beim BNB Miner und alle, die dranbleiben und langfristig von einem positiven Verlauf, also von einem neuen Anstieg in diesem Miner ausgehen, könnte es sich lohnen, hier weiter dran zu bleiben, seine Reinvestitionen durchzuführen und ab und zu mal ein paar BNB bzw. Bruchteile von einem BNB hier reinzupacken. Die BNB-Transfers schauen auch nicht schlecht aus. In den letzten Tagen haben wir ungefähr immer die Hälfte, ca. 50% von den Auszahlungen wieder an Einzahlungen gesehen. Und solange dieser Trend anhält und die Leute hier frisches Kapital bzw. ihre Reinvestitionen reinpacken, wird der Miner auch nicht auf Null gehen, da der Mechanismus der Inflation hier so greift, dass das Ganze im Grunde gar nicht passieren kann. Dazu gibt es ja noch in regelmäßigen Abständen Injektionen, heißt aus den Funds, die in verschiedenen Liquiditätspools liegen, werden BNB hier zurück in die Contract Balance geschichtet, um das Ganze zu stabilisieren. Und wie gesagt, zu einem gewissen Punkt könnten wir dann potenziell hier im Boden sehen und einen Turnaround, sodass der Chart dann nicht mehr diese Kurve nach unten macht, sondern wir tendenziell auch wieder einen Uptrend sehen, so wie es bei Cake of Fortune als auch bei Elk of Fortune auch der Fall war. Das soll zu diesem zusammenfassenden Update gewesen sein. Wenn ihr Fragen zu einem dieser Projekte habt, gerne einfach unten in die Kommentare. Ich werde natürlich alles verlinken, dass ihr sowohl bei Furio eure Refunds claimen könnt, dass ihr bei Alpha365 den Medium-Artikel durchlesen könnt und die Telegram bzw. die neuesten News bei ARK erfahrt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ich bringe Videos auf täglicher Basis auf diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.